Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin tätig als Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. In diesem ca. 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Mai 2024 für den Aszendenten Zwilling anhand des vedischen Monatshoroskops basierend auf dem tropischen Tierkreis. Zwei kurze Hinweise, ehe wir gleich loslegen. Erstens, Deutung wie immer anhand des Aszendenten-Zwilling, nicht anhand des Sonnen- oder Sternzeichens-Zwilling. Sollten Sie nicht wissen, was Ihr Aszendent ist, können Sie unterhalb in der Videobeschreibung einen Link aufrufen, wie Sie gratis Ihr vedisches Horoskop mit dem tropischen Tierkreis erstellen können. Das Symbol im ersten Haus zeigt dann immer Ihren Aszendenten an. Dann zweitens in eigener Sache noch. Und zwar, wenn Sie sich für ein vedisches Horoskop interessieren, so etwas macht meine Ehefrau Brunhilde Feiner. Sie ist auch hauptberuflich in der vedischen Astrologie wie ich unterwegs und sie stellt ihren Link zur Verfügung unten in der Videobeschreibung, sodass Sie auch auf ihrer Seite stöbern können, inwieweit interessante vedische Horoskope, die alle manuell ausgearbeitet werden, meist mit einer Audiodatei versehen sind, für Sie interessant sein können als Lebenshilfe. Dann geht es weiter zu meiner Sache noch. Ja, wenn Sie mehr Informationen haben wollen über die Online-Schule, welche Inhalte dort zur Verfügung gestellt werden, wie ich unterrichte, was man alles machen kann, mit Fragen stellen, Prüfungen und vieles, vieles mehr, dann finden Sie auch unterhalb dazu einen Link in der Videobeschreibung, beziehungsweise auch hier ist er eingeblendet und dann finden Sie dort weitere Informationen über die Schule. Und genauso gibt es dann aber auch noch einen Blog, den ich betreibe, auf den ich auch wieder aufmerksam machen möchte. Und auch dort der Link unterhalb in der Videobeschreibung und sehr gern gelesen der Newsletter, der einmal im Monat gratis mit ca. 50 Seiten hochbrisanten Informationen über die vedische Astrologie, das Weltgeschehen, den vedischen Kalender, den Panchang, Techniken der vedischen Astrologie und vieles, vieles mehr erscheint. Der ist auch unten und falls Sie noch nicht registriert sind, lade ich Sie ein, sich einzutragen, um auch einmal im Monat dieses sehr gehaltvolle Informationsblatt erhalten zu können. Gut, dann können wir auch schon loslegen. Und zwar haben wir jetzt hier schon mal gleich Ihren Chart. Dann haben wir hier den Stand der Planeten am 1. Mai 2024. Und ich beginne ja normalerweise immer, dass ich die langsam laufenden Faktoren Jupiter, Saturn und die karmische Achse Rahu Ketu vorwegnehme. Das will ich auch beibehalten, nur dieses Mal haben wir die Besonderheit, dass Jupiter und Rahu jeweils mit mehreren Planeten eine Konjunktion haben, sodass ich diese beiden Faktoren mit den anderen Planeten mehr in der Zusammenschau deuten werde. Wer aber den ganzen Monat trotzdem allein ist, seiner Art entsprechend, hätte ich bald gesagt, ist der Saturn. Und mit dem werde ich beginnen. Vorweg nochmal, ich werde jetzt auch mehr auf die Entwicklungschancen eingehen, immer die sich aus den Konstellationen für Sie ergeben. Weil darin liegen ja die Vorteile, dass man weiß, welche Themen werden jetzt mehr begünstigt oder werden wichtiger in Ihrem Leben oder wofür können jetzt mehr Energien oder mehr Fähigkeiten Ihres Bewusstseins eingesetzt werden. Nun, vorweg noch, was ist jetzt im ersten Blick so das Besondere für den Monat Mai? Nun, genau am 1. Mai tritt der Planet Mars in das Zeichen Widder ein, wo er über den ganzen Mai hinaus sein wird, zusammen mit Rahu und die Hälfte des Monats sogar mit Merkur zusammen. Dann haben wir eine weitere wichtige Information, dass in diesem Monat Mai 2024 sind die Zeichen Stier, Widder, Skorpion und Waage.
Und die Häuser, die Sie darin haben, also das 11. Haus, 12. Haus, das 5. Haus und das 6. Haus, die Lebensbereiche, die durch diese vier Häuser angezeigt werden, haben ja, die Besonderheit, dass sie besondere Möglichkeiten zur Verfügung stellen können oder Lebensbereiche einfach sind, die wichtiger werden in diesem Monat. Ja? Dies kommt daher, weil machtvolle Planeten diese vier genannten Häuser oder Zeichen mit Manifestationsenergie versorgen. Gleich dazu noch ein bisschen mehr. So, aber jetzt können wir loslegen im Einzelnen zur Deutung. Saturn in Haus 10. Dort ist er ja, der Saturn, von dem 8. März 2023 bis zum 14.02.2026 mit kurzen Unterbrechungen. Jetzt aber den ganzen Mai im Fische im 10. Haus. Nun, mit dieser Position ist das Thema Verantwortung sehr stark betont, ja. Sprich, Sie können jetzt die Fähigkeit oder die Fähigkeiten Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein stärker entwickeln, hier mehr Energie reinsetzen in diese Qualitäten. Deswegen ist es auch so, dass wir mit in Saturn in Haus 10 Sie einen stärkeren Fokus darauf jetzt haben, wo sie ihre meiste Energie einsetzen. Das 10. Haus ist das Haus, wo wir die größten Taten vollbringen. Das wird oft nur mit der Arbeit, mit der Karriere beschrieben, ist es aber nicht allein, weil das 10. Haus steht generell für die größten Taten. Dort, wo am meisten Energie hineingeht, ja, ist natürlich sehr oft der Beruf, muss es aber nicht sein. Ja. Wenn jemand zum Beispiel als Aufgabe sich gewählt hat, seine Eltern zu pflegen, dann kann Saturn in Haus 10 auch dies anzeigen, dass man sich eben um seine Eltern kümmert. Und dann wäre das so auch zu deuten, dass jetzt hier einfach noch mehr Verantwortung und Pflichtbewusstsein in der übernommenen Aufgabe entwickelt werden kann. Die Position von Saturn in Haus 10 hat aber auch mit Karma zu tun. Das bedeutet, wir haben auch gewisse Aufgaben, die getan werden müssen aufgrund unseres Karmas. Saturn ist der Planet des Karmas. Das heißt, Sie werden jetzt auch mehr mit Ihrem Schicksal konfrontiert, das Sie ja durchlaufen müssen und auf deren Basis dann eben entsprechende Taten von Ihnen vollzogen werden, weil Sie Ihrem Schicksal auch eben nicht auskommen können. Ferner ist Saturn in Haus 10 ein sogenannter Belohnungstransit für die Position, weil Saturn im 10. Haus ist das 11. Haus gezählt vom 12. Haus. Das bedeutet, Sie können nun schauen, wie gut Sie sich in der Vergangenheit gekümmert haben, auch Zeit des Rückzugs zu entwickeln, Zeit des Alleinseins zu integrieren in dem Leben, denn das sind Zeiten, wo man sich gut um sich alleine kümmert, ja. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe, ja, dass wir nicht eben nur Energie von außen durch andere Beziehungen, Kommunikation und ziehen, sondern auch sehr gut mit uns allein im Rückzug, ja, im Alleinsein zurechtkommen. Und Saturn zeigt Ihnen, ja, wie Sie das jetzt gemacht haben. Und wenn Sie das in der Vergangenheit gut entwickelt haben, dann erfahren Sie jetzt auch immer mehr Freude, sich immer mehr zurückzuziehen und wollen dies auch noch weiterentwickeln. Haben Sie das in der Vergangenheit nicht gut getan, ja, weil Saturn vielleicht auch verletzt ist in dem Horoskop, dann haben Sie Schwierigkeiten mit Alleinsein, brauchen immer Handy an, Leute um sich herum, Kontakte, Beziehungen, Fernseher läuft dauernd oder wie auch immer. Okay, dann kommen wir zu den anderen Planeten. Hier ist der nächste Fokus, das 11. Haus. Darin haben wir ja Mars, Rahu und Merkur, den Herrscher Ihres Aszendenten, der dort in den ersten 15 Tagen
auch ist. Das heißt, Themen des 11. Hauses werden wichtig. Nun, Mars Rahu stattet sie mit einer Menge an Energie aus. Ja, das noch dazu im Widder, da ist riesiger Tatendrang, etwas vollbringen zu wollen, etwas leisten zu wollen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wo wird dieser Tatendrang, ja, diese Energie, wo wird die hingelenkt? Und bei Ihnen geht es in Haus 11, ja, das steht fürs Netzwerken, also Kontakte auch mit anderen mehr zu vertiefen, ja, sich mehr mit Gleichgesinnten noch zusammentun, Menschen, mit denen Sie auf einer Wellenlänge sind, können aber auch die Freunde sein. Das heißt, Sie wollen Ihr Netzwerk vielleicht ausbauen oder mehr kultivieren und pflegen, ja, da auch mehr Energie dafür einsetzen. Außerdem steht das 11. Haus aber auch für Abschlüsse, ja, wofür man kämpft, damit man eine weitere Stufe erreicht, ja, meinetwegen im Rahmen einer Ausbildung, die man gestartet hat, ja. Vielleicht haben Sie irgendwie eine Weiterbildung und da arbeiten Sie jetzt vielleicht auf eine Zwischenprüfung hin oder auf eine Klausurarbeit oder vielleicht sogar eine Abschlussprüfung, sodass hierfür viel Energie eingesetzt werden muss. Es kann aber auch um eine Beförderung gehen, die Sie anstreben. Ja? Das 11. Haus ist ein Wunschhaus, wo Dinge zu Ihnen kommen, für die man aber auch arbeiten muss, wo man auch Energie reinstecken muss, ja? Wo Aufmerksamkeit notwendig ist. Und dadurch, dass aber jetzt hier so viel Energie reingeht, wie Sie sehen, können Sie in dem Projekt oder in den Projekten, woran Sie momentan dran sind, was weiß ich, weiterbilden, irgendwelche Wettkämpfe oder andere Themen eben, an denen Sie wirken, da können Sie jetzt kräftig vorwärts kommen. Ja? Das 11. Haus steht auch für Ihre langfristigen Wünsche. Ja? Sprich, manche sparen ja meinetwegen jahrelang an, damit sie sich Eigentum leisten können. Ja, vielleicht sagen sie, okay, jetzt ist es soweit, ja, jetzt wage ich den Sprung, ich habe das Geld beieinander, jetzt kann ich mir schon mal eine kleine Wohnung kaufen, ohne Schulden machen zu müssen. Ja, das sind die langfristigen, die großen Wünsche und hier geht eben mehr Energie rein und dadurch kommen sie ihrem Ziel deutlich näher. Wir schauen jetzt ferner auf das nächste Haus, ja, und ja, also um das auch nochmal zu sagen, ne, mit Rahu in Haus 11, da geht es auch etwas darum, dass man eben in den Austausch geht, um jetzt mit den richtigen Leuten mehr zusammenzukommen. Denen steht das nicht entgegen, was Saturn in Haus 10 auch mit dem Alleinsein ausgedrückt hat. Ja, das ist nie ein Entweder-Oder, sondern ein und alles in der richtigen Dosierung. Sie werden auch sehen jetzt gleich, wir kommen jetzt zum 12. Haus, worin der Jupiter ist, der nächste langsam laufende Planet. Übrigens, Rahu ist noch in dieser Position bis Januar 2025, ich vergesse. Jetzt zum 12. Haus. Jupiter ist dort nur noch bis zum 26. Mai. Dann tritt er in ihren Aszendenten ein, in den Zwilling. Da werden wir das nächste Mal drüber reden, Ende Mai. Aber jetzt noch ist er die letzten Wochen in ihrem 12. Haus folglich. Und zwar die meiste Zeit zusammen mit der Sonne und mit der Venus. Dadurch haben wir eine Jupiter-Sonne. Venus-Konjunktion. Wofür steht das 12. Haus? Nun, das 12. Haus hat viel mit Abschließen zu tun. Das bedeutet, jupiterische Themen können zu einem Abschluss gebracht werden. Abschluss bedeutet auch in der Form, entweder es wird dadurch, dass sich der Wunsch für Sie erfüllt, abgeschlossen, oder Sie entscheiden, den Wunsch loszulassen, weil Sie erkennen, dass sich das vielleicht nicht so lohnt und Sie bekommen Frieden mit dem Thema. Eine weitere Bedeutung des 12. Hauses, Frieden. Ja? Wofür steht jetzt der Jupiter?
Jupiter steht für Kinderwunsch zum Beispiel. Ja? Jupiter steht für einen Partner. Ja? Nehmen wir mal diese großen Themen im Leben einer Frau, weil viele Frauen sind ja die Zuschauerinnen, wahrscheinlich die meisten Zuschauer bei mir, vermute ich mal, ich weiß es nicht, aber ich denke mir, Astrologie. Gell? Das heißt, vielleicht ist man schon Jahre allein und hat immer noch gehofft, ja, wann ist denn jetzt mal so weit, ja, dass jetzt doch, ich wünschte, ich bräuchte, ich möchte, ja, Partnerschaft und jetzt irgendwann kommt mal ein Punkt und das stresst dann immer das Thema, ja, und dann ist man vielleicht wieder mit jemand zusammen und dann ist, ach, wieder irgendwie komische Beziehung und dann geht es wieder auseinander. Und jetzt entscheidet man sich, sagt mal, wisst ihr was? Ich brauche das nicht mehr. Das lassen wir jetzt. Das ist jetzt für mich jetzt einfach nicht dran. Und wenn es sein soll, dann wird es schon kommen. Aber ich will jetzt Ruhe haben mit dem Thema. Zum Beispiel. Das könnte jetzt so eine typische Erscheinung sein mit Jupiter im 12. Haus, gell, dass man Ruhe bekommt. Ja? Aber Jupiter ist ja schon ein Jahr in diesem Haus. Das muss jetzt nicht explizit in diesem Monat Mai sein. Oder mit einem Kinderwunsch. Oder Jupiter einer. Hat einen Guru gesucht, ja, meinetwegen wollte einen spirituellen Lehrer und hat gemerkt, dass 99,9% Betrüger sind. Und jetzt sagt er, ach nee, ich werde zwar schon weiter aufpassen, aber so mich abkämpfen dafür, also das, nee, da mache ich jetzt auch nicht weiter. Oder, ja, ein Guru wird gefunden, ein spiritueller Lehrer, dem man sich anschließen möchte, ja, weil man merkt, man kann durch ihn lernen, dann wird auch Frieden kommen mit diesem Thema, ja. Sie sehen, das ist das, was hier gemeint ist mit Abschließen, dass Ruhe und Frieden mit dem Thema einkehrt. Etwas wird zum Abschluss gebracht, auf positive oder negative Weise. Jupiter als spiritueller Planet ist natürlich im 12. Haus, dem spirituellsten Haus der 12 Häuser, sehr gut aufgehoben. Das bedeutet, Sie können ein höheres Verständnis entwickeln für Ihre Suche nach dem Göttlichen. Außerdem ist Jupiter in Haus 12 gut für Wohltätigkeit. Den meisten Menschen auf der Erde geht es ja viel schlechter wie uns. Und so können wir Brüdern und Schwestern, denen es schlechter geht, eine Hand reichen oder ihnen zur Seite stehen und was halt im Rahmen unserer Möglichkeit ist, einen Dienst erweisen. Und das ist auch gut mit Jupiter im 12. Haus. Ja. Dann natürlich, Jupiter in Haus 12 kann aber auch etwas Abstand zum Partner und zu den Kindern hinweisen oder dass man mehr Opfer erbringen muss, damit die Beziehung zu diesen funktionieren kann. Ich komme jetzt noch zu Sonne und Venus. Sonne in Haus 12 betont, dass sie auch die Qualität des Alleinseins leben wollen. Das widerspricht jetzt wieder nicht diesen Netzwerken von Haus 11, aber sie brauchen jetzt beides, ja? Sie brauchen jetzt beides. Und die Tankstelle ist das 12. Haus, dieses Alleinsein, wo man in die Ruhe kommt. Deswegen das 12. Haus steht auch für Erholung, abseits des Trubels, die Natur, die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit, wo man mehr zu sich kommt. Und sich oder auch sich Gott zu nähern, ist nur möglich in der Stille. Es gibt keine anderen Wege. Und dort ist unsere wahre Quelle der Energie. Und so wird es einen natürlichen Drang geben von Ihnen, dass Sie mehr Bedürfnis nach Rückzug haben oder sich Erholung oder Urlaub wünschen. Ja, ist ja auch ein schöner Monat, der Mai, mit vielen Feiertagen, was sich ja auch dafür anbietet, dies dann auch umzusetzen. Nun, die Venus, die ja auch für die Erholung steht, ja, hängt ja auch an der Sonne dran, die drückt es ja auch nochmals aus. Und das 12. Haus steht auch für Erholung. Sie sehen, das ist doppelt betont. Aber trotzdem das Gleiche auch wie bei Jupiter. Sowohl Jupiter-Themen können zu einem Abschluss gebracht werden, als auch natürlich die, ich sage jetzt mal, Sonne- und Venus-Themen. Und zwar mit den Bedeutungen, wofür eben Venus und die Sonne stehen.
So, jetzt schauen wir noch, was der Monat sonst noch hat. Wir haben dann ja den Neumond am 8. Mai, ja, ein guter Tag für Meditation, ganz besonders, ja, möchte ich an der Stelle gleich sagen. Neumond nimmt dann zu, darum tun wir den wieder weg. Dann wechselt ja der Merkur am 15. Mai auch ins 12. Haus. Merkur sind ja Sie, das heißt, hier sehen wir nochmal, wie das Bedürfnis nach Rückzug noch mehr gesteigert wird ab 15. Mai. Allerdings geht dann die Sonne am 21. Mai rüber in den Aszendenten, ja, und wir haben dann auch noch den Vollmond am 23. Mai. Das sind jetzt alles schon Themen, ja, worüber ich dann mehr sprechen möchte, wenn es dann um den Juni geht. Nur zum Vollmond und zum Neumond sei nochmal daran erinnert, diese Tage sind keine guten Tage, um etwas Neues zu starten. Stattdessen sind hier die Schichten, ja, in die geistige Welt durchlässiger, sie können sich besser verbinden und ja, das wieder praktizieren, worüber ich gesprochen habe, die innere Einkehr in die Herzenskammer praktizieren, kontemplieren, nach innen gehen, meditieren. Dann haben wir wieder abnehmende Mond, darum geht der weg. Die Venus wechselt dann am 25. auch in den Aszendenten und auch Jupiter zieht nach am 26. und geht dann für ein Jahr als der große Glücksplanet in ihren Aszendenten. Das sind dann Themen, wenn wir so um den 20. Mai herum auch den Juni schon besprechen, weil das ja eine längerfristige Konstellation ist. Insofern, ja, waren das jetzt erstmal die wichtigsten Themen für den Monat Mai 2024. Und das nächste Mal reden wir dann über die Planeten in Haus 1 und vor allem, wie der Jupiter dort wirkt und, wenn es um den Juni geht. Also vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen fantastischen Mai 2024.